So, meine lieben Leute, da ist er dann auch schon wieder. Blalften, da Blalften. Ja, wir hatten ja die letzte Custom Story. Wie hieß das hier nochmal? Dingeling, House of Creep 1. Mit House of Creep 2 warte ich mal noch. Ich mache jetzt mal wieder irgendwas, was in der Hoffnung lustig sein soll. Ich nehme einfach mal hier, Marcel Davis ist weg, verdammte Scheiße. Das klingt schon sehr interessant. Oh, wenn ich das schon sehe, ey. Das 1&1 Smart Scare lauert an jeder Ecke auf dich. Marcel Davis muss gefunden werden, koste es, was es wolle. Mach dich bereit auf eine volle Ladung Scheiße in deiner Hose und ein paar schöne Bam-in-your-face-Momente. Hier wird dir das Fürchten gelehrt. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Auf Marcel Davis. Ulzken. Kabulften. So, dann sehen wir uns mal hier dieses Riesending an, das total verzerrt ist. So, da ist Marcel Davis schon mal nicht. Da ist Marcel Davis auch nicht. Alter Schwede! Das ist wirklich eine große Menge Öl. What the fuck? Geht nicht auf? Geht nicht auf. Willkommen erstmal zum ersten Teil von Marcels Smart Scare. Dies ist eine Custom Story, die mit einem kleinen Schuss Humor genommen werden sollte, da der Wahnsinn hinter fast jeder Ecke auf dich lauert. Ja, ich weiß, ihr wollt keine Romane lesen, sondern Schockmomente erleben. Die könnt ihr auch haben, aber erstmal ein paar klitzekleine Fakten über diesen Raum. Erstens, es gibt hier 3 Bücher über Gott und die Welt, die auf dem Tisch stehen. Zweitens, es stehen 3 überdimensionale Ölportionen auf dem Tisch rechts von dir oder standen bis gerade eben noch da. Haha. Viertens, hä? Im Piano wartet nichts auf dich. Nein, im Ernst. Da ist wirklich nichts. Fünftens, ein paar Kumpels liegen auf dem Bett und darauf warten, dass du dich ihnen näherst. Achtung, bei Näherung des Bettes ist eine Orgasmusgefahr nicht ausgeschlossen. Oh, geil. Ach, du Kacke! Was zur Hölle, ey? Stefano ist auch wieder da. Wieso hat er ihn eigentlich Stefano genannt? Ich habe keine Ahnung. Kann mir das jemand erklären? Wieso er Stefano halt... Oh! Kommt her, ihr geilen Dinger. Vernunfttränke. Ein Schlüssel. Schließfachschlüssel, aha. Und, oh, die Steuerung ist gerade irgendwie total für den Po. So, Zunderbüchsen. Na, dann schauen wir uns doch nochmal das da an. Ist das eine Notiz, die man lesen kann? Oh! Mann, erschreck mich doch nicht so, du Arschbacke. Der Schlüssel ist auf dem rechten Türrahmen. Suche den Raum aber nochmals ab. Da findet sich noch eine oder andere Geschenk. Gruß, Marcel Davis. Du Kackwurst. Hat ja ein Blasemaul, ey. So, dann. Ah. 1&1. 1&1. Hallo. Ich bin Marcel Davis, Leiter für Kundenzufriedenheit bei 1&1. Oh nein! Wenn Sie eine Frage zu Ihrem 1&1 DSL-Anschluss haben, dann rufen Sie an. Kostenlos. Mein Team und ich helfen Ihnen gerne. Stimmt. Aber manchmal gibt es eben Dinge, die kann man am Telefon nicht regeln. Wie zum Beispiel bei Familie. Hier. Dann reden wir auch nicht lange um den heißen herum, sondern kommen persönlich vorbei. Marcel Davis. Und wir gehen erst wieder, wenn der Anschluss läuft. Fair und transparent. 1&1. Ist das kacke, ey. Ohne Witz. Wer denkt sich denn so ein Scheiß aus? ganz okay, ja. Doch, es gefällt mir so ein bisschen halbwegs. Ich weiß noch nicht, was? Das kann dafür nicht verwendet werden? Wofür denn dann? Ach, genau. Für das kleine Dürche da. Was ist mit dem Schlüssel nochmal am Türrahmen gewesen? Der Schlüssel ist unterm Türrahmen, auf dem Türrahmen, also auf dem Tisch, bitte. Hua! Oder ich nehme einen Stuhl, stell mich drauf und schau mal, da ist er ja. Momentchen. Okay, Momentchen. Das kriegen wir doch hin. Wird doch gelacht. So, Innenhof Schluessel. Was? Lass mich bitte nicht. Uah! Nicht so direkt vor die Nase, bitte. Ey, du. Also, es ist kein Öl mehr in der Laterne. Na, aber herrlich. Was ist das? Da. Zack, so. Jetzt. Ah, Mann, ey. Oh, hör auf. Bitte lass das. Japaner, was? Ist das eine
eine Map für, eine Custom Story für Mirko oder was? V wie verschlossen, V plus und verpissen, also verpiss dich. Cool. Oh. Endlich mal wieder deutsche Custom Story. Die hatte ich noch nie. Meistens sind die immer nur aus England oder Japan oder so. Aufgenommen, komischer Schlüssel. Hier unten im Innenhof sind noch einige Bekanntschaften zu entdecken. Schau dich mal um, viel Spaß beim Finden. PS, guck besser nicht nach oben. Pipi-Mann. Pipi-Mann, Pipi-Mann, hi. Oh, wieso sind hier überall so nackte Männer? Der Typ hat doch ein Fable für Nackte. Was ist das denn, ey? Riesenzunderbüchsen. Bonusraum. Schlüssel benötigt. Dieser Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Okay. Schau ich mich mal in Ruhe um hier. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas anderes. Nucky Dice, eine Menge. Die da hocken. Roffeldikopter. Roffeldikopter. Alles voller Nucky Dice. Nucky Dice. Nucky Dice. Na, 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 Nucky Dice. Irgendwas versperrt die 2R. Dieser Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Dann gehe ich mal nach oben, wa? Schau mir da den Schlüssel an. Den Tür. Den Tür. Ich höre, ey, Digga. Den Tür ist das Beste. Na komm. Flur. Ich gehe jetzt in den Flur. Marcel Davis 1 und 1. Hier ruckelt es irgendwie ein bisschen. Ganz leicht. Vernunfttränke. Kann ich erstmal ausmachen. Nochmal eine große Menge Öl. Du schon wieder. So, dass dein geistiger Verstand bis hierher gereicht hat, wundert mich sehr. Übrigens habe ich dir ein bisschen Geld hier liegen gelassen, mein Sohn. Wie du siehst, gibt es in diesem Raum 3 Türen. Es gibt allerdings keine falsche Wahl. Doch wähle gut, denn 2 Räume sind verflucht. Viel Glück, PS, der rechte Raum sieht dunkel aus. Dann nehme ich mal den rechten Raum, was? Was ein Scheiß! Ich nehme mal hier, Vernunft, Trank. Alter, los, steh auf! Steh auf, Alter! Kriech nicht über den Boden, du hast Vernunfttrank genommen. Ey, Junge! Ja, geht doch. Haben wir es doch. Die Türen sind verschlossen. Epic Fail. Ach so, Epic Fail ist das gar nicht. Jetzt kommt bestimmt irgendwas runter. Ja. Oh, oh, bitte! Hey, schieb mir dein Gemächt voll in den Mund, du geile Sau. Alles klar bei dir? Guck mich nicht so geil an. Ich hab dich ja auch lieb. Es sind irgendwie immer dieselben Momente. Bildergalerie, jemand hinter der Tür. Ey, du kommst ja nicht da rein. Doch komm ich. Schluck Bierchen. Du hast die Wahl des Weges. Wow! Monströs. Uah! Alles klar? Ihr Nucky Dice, ey. So, steh auf. Mann. Sind bestimmt wieder fast zu viele Funchocker drin. Da erschreckt man sich ja gar nicht. Aber cool gemacht. Piep, piep. Oh, hat der einen Riesenpiepern, ey. Du bist eine geile Sau, weißt du das? Aber du stehst mir ein bisschen im Weg. Ich brauche ein bisschen Geld. Geld, das nichts bringt. Noch immer am Leben? Ja, willkommen erstmal in der wunderschönen Bildergalerie von Marcel Davis, wo es über 100 verschiedene Arten von Ornamente gibt. Allerdings spuckt es hier. Sie müssen wirklich auf alles gefasst sein. Einfach durchlaufen bis zum nächsten Raum. Wir wissen nicht, wo sich der Schlüssel befindet. Allerdings habe ich herausgefunden, dass hinter manchen Bildern sich ein Hohlraum befindet. Vielleicht sollte man sich die Bilder mal unter der Lupe nehmen und ausprobieren, was sich machen lässt. Und vielleicht findet sich so der Schlüssel wieder. Aber Achtung, es spukt hier. Seien Sie am besten so leise, wie es geht. Verhalten Sie sich unauffällig und üben Sie keine ruckartigen Bewegungen aus. Viel Glück beim Suchen und Überleben. Ja, okay. Wow! Meine Güte. Reicht. WTF? Willst du mich roffeln? Durchrennen! Oh! Kranker Scheiß, ey. Jetzt darf ich hier jedes Bild einzeln absuchen, oder was? Das ist ja mal ehrlich. Steh gerne drauf, wisst ihr das? Ah.
Ein Geschenk von 1 und 1 an dich. Gruß, Marcel Davis. Danke, brauche ich zwar nicht, aber... Danke. Ich bin übrigens bei 1 und 1, ne? Ich finde die gar nicht mehr so schlecht. Früher waren sie vielleicht ein bisschen seltsam. Mittlerweile haben sie es eigentlich ganz gut drauf. Service ist knuffte, muss ich sagen. Ja, ich weiß, Schleichwerbung FTW. Aber ist gar nicht mal so kacke. Komm mal runter, sie sind bestimmt schon oft ins Schwitzen gekommen, was? Zeit, um sich mal zu entspannen und dem neuen 1 und 1 Smart Erste-Hilfe-Kit. Damit haben sie überall vollen Empfang. Ich meine Hilfe. Ja, Hilfe. Cool, danke. Das geht nicht ab. Hoffe, es ist weg. Geht auch. Das geht ab. Ey, was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht. Komm schon. Da ist nichts. Och, ey, jetzt darf ich jedes Bild einzeln absuchen. Es macht so einen Spaß. Mann. Machen wir einfach mal. Da ist nichts. Bildergalerie und alle dieselben Bilder, Mann. Was eine Galerie, da freut man sich ja richtig. Roffelkopter. Hier befindet sich nichts. Ja, außer komischer Zustand. Hat er immer noch Zustand? Der Kopf drunter und die Hände zittern. Ich hab ja da genug von. Dann nehme ich einfach mal was. So, die habe ich alle abgesucht. Jawohl. Och, muss das jetzt echt sein? Penisfick. Gibt's hier überhaupt eine Tür? Kommt da natürlich nicht. Da ist was. Gib mir einen Kuss. Wow, 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 wow. Hey, lasst mich in Ruhe hier, geilen Säcke. Was ein absoluter Scheiß. Danach mache ich mal wieder was Gruseliges. Das mit dem Clown soll sehr gruselig sein. Love in the Dark oder so. Obwohl ich sowas überhaupt nicht mag. Ich meine, ich grusel mich ja gern, aber irgendwie bin ich dem gerade relativ abgeneigt. Ich mag eher so Spaß-Maps wie das hier. Mann, ey, muss das sein? Geht das ab? Nein, geht's nicht. Geht das ab? Ja. Ja, schön. Schön, schön, schön. Hier ist mal wieder nichts. Nothing, niente. Nada. Zero. War ich hier schon? Ah! Alles klar bei dir? Der hat mich jetzt echt doch mal... Doch, der konnte mich jetzt schocken. WTFs, ey. Roffelkopter. Ich krieg ein Kind. Haufenweise Papier auf dem Boden. Das sind bestimmt die 1 und 1 Verträge. WTF? Moin, WTF? Moin, WTF? Moin, soll ich dir mal den Arsch aufreißen? Was fällt dir einfach ein, alle Bilder abzureichen und dann die Notizen zu lesen? Du wirst noch sehen, was du davon hast. Okay, okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Computertexteingabe. Du liest gerne Zeitgeschichte zu schreiben, Notizklauer. Coole Sache. Cooler Scheiß, ey. Hier passiert nichts mehr, ey. Ah, da. Seit 16 Jahren arbeite ich schon bei 1-1, bei 11. Ich bin der neue Leiter für Kundenzufriedenheit. Geil. Ja, das schockt gerade nicht mehr so. Okay, der nackte Mann da im Flur hat mich schon geschockt. Der war gut. Gut platziert. Ach, Dreckpuller, was ist denn das hier, Mann? Wer macht denn sowas? Einarmiger Banditen, ey. My Little Pony, Glückwunsch. Du hast den richtigen Schlüssel doch noch gefunden. Vielleicht hatte ich schon doch lieber vor der Tür hinlegen sollen, hm? Während du den Text hier sorgfältig schließt, habe ich das Schloss ausgewechselt. Damit will ich dir natürlich verklickern, dass du jetzt nochmal alles absuchen musst. Tipp, der Schlüssel befindet sich hier in diesem Raum. Mit freundlichem Gruß, Marcel Davis. Aufgenommen, Müll. Ja, wunderbar. Warum hast du jetzt Angst? Wegen dem falschen Schlüssel oder was? Hier wohne ich, verschwinde. Ja, ist ja gut. Uah! Wow! Der hat mich jetzt doch mal geschockt. Verdammt, lass mich durch! Ach. Geistiger Zustand ist gerade mal so halbwegs nicht okay. Die Steuerung wird langsam schon wieder schwämmig. Ach, was ist denn das für ein Scheiß hier? Was klingt denn hier so nach Flasche? Oder war das oben das Glas? Ja, okay, doch. War oben. Die Glasdecke.
Oh meine Güte. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Ich probiere den einfach mal aus. Scheiß die Wand an, ich brauche den Schlüssel. Der Gegenstand kann hierfür nicht verwendet werden. Ja, ist ja wunderherrlichst, ey. Langsam reicht's mir hier, ich habe keinen Bock mehr. Hier. Du hast es wieder mal geschafft, das Rätsel zu lösen. Mach weiter so, Marcel, da bist du stolz auf dich. Perverser Schlüssel, oh. Ultra pervers. Komm ich jetzt endlich raus hier? An jeder Ecke lauert mehr als eine Sache auf dich. Ja, los. Ich will jetzt endlich das Marcel Davids Horror Castle beenden. Was? Jo, hallo Shorty, was machst du gerade? Nichts. Ich guck ein bisschen Gott. Fernsehen und kiff ihn blöde. Mein Gott! Was geht ab? Was geht ab? Was ist da los? Wer ist noch da? Geh mal ins Telefon. Was geht ab? Was geht ab? Yo, Duki! Geh mal ans Telefon! Oh, muss ich mir das jetzt komplett reinziehen oder was? Was geht ab? Oh nee, bitte nicht. Und was machst du so? Nichts. Nur rumsitzen. Aufschlitzen. Schön, schön. Wunderschön. Wow! War aus. Wow! Scary Movie 1. Schon wieder Orgasmus für die Ohren oder was? Ey, was ist hier los, Mann? Was ist hier los, Alter?